Das ist mit der Dankbarkeit, wenn man hat, wenn man anfängt zu verstehen, dann wird eigentlich der Geist wach. Und ich sage immer wieder, dieser Satz, ich bin nicht gekommen, um euch Liebe zu bringen, rot geschrieben, allumfassend, ich bin die Liebe, Ja. sondern ich bringe dir das Schwert. Und was macht man mit dem Schwert? Du kannst dich von der Matrix abnabeln. Und die Matrix ist dein logisches Konstruktsystem, dein Schwamminhalt. Aber jetzt ist es, dass es nicht geht, ihn zum Teufel zu hauen, sondern zu vervollkommnen. Vervollkommen, Das ja. sind diese kleinen Sätze, wo ich immer wieder wiederhole, wenn einer meint, er hört es und er hat es ein paar Mal gehört, du hast keine Chance, gerade die einfachen Sätze von mir, wie ich immer sage, die hundertprozentig sicher sind. Du musst nur die Gedankengänge mitgehen. Das macht dann so unendlich blind. Ja, Da das sieht man die Diana jetzt, die Diana ruft mich an. Also wir haben ein kurzes Gespräch und dann sagt sie, du, ich habe im Hintergrund jetzt die alten Almenau-Vorträge laufen, vor 2000, 2001, 2004. Und die sagt, das ist der absolute Wahnsinn. Du hast damals alles ganz einfach schon erklärt mit wunderschönen Beispielen und die hat die schon vor vielen Jahren gehört. Und ja. die sagt, es wird plötzlich so unendlich klar. Ich sage, wenn du es nicht hunderte Male wiederholst, hast du keine Chance, das zu verstehen. Ja, Und das es ist. gibt da auch nichts zu diskutieren. Diese Vorstellungswelten, die man sich aufbaut in sich, der Glaube mit Menschen, dass ich meine, ich kenne einen Menschen. Das ist Ja. jetzt, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, ich nehme das Helga-Programm, den Helga-Schwamminhalt, und du denkst an die Hannemarie, die kann ich mit dem Udo-Programminhalt auch denken. Da sind in dem Helga-Schwamminhalt ist viel mehr Informationen über die Hannemarie drin wie im Udo, weil du ja wesentlich länger mit der schon zu tun hast innerhalb dieses Ja. Lebensbuches. Es geht hier nicht um besser und schlechter, aber kritisch wird das Ganze in dem Moment, wo wir von Menschen reden, die wir wirklich nur aus der Zeitung, aus dem Internet, vom Hörensagen kennen. Und jeder lebt in dem Wahn, wenn er sich jetzt jemanden ausdenkt, dass er wüsste, wie der ist. Die Merkel, der Putin, es sind Gedanken. Oder dann die Menschheit retten wollen. Weißt du, ich habe vor 30 Jahren schon gesagt, was ist jetzt die Menschheit? Die Menschheit ist erst einmal jetzt ein Wort und dann haben wir eine Vorstellung, 7 Milliarden sterbliche Trockennasen auf einer Erdkugel. Das ist ein logisches Konstrukt, das noch nie einer gesehen hat, das du prinzipbedingt gar nicht sehen kannst. Selbst dass das 7 Milliarden sind, wer hat es gezählt? Ja. Jeder plappert nach und jeder ist sich hundertprozentig sicher, dass seine Quelle zuverlässig ist. Und jetzt merke dir, solange die Quelle, die du rezitierst, deiner Ansicht nach von außen kommt, ist es sowieso unzuverlässig. Die Genau. eigentliche, wirkliche Quelle, die muss von innen kommen. Das ist Ja, das, was du das ist wirklich aus dir selber holst. ja, das mache ich auch. Ja. Dass man das immer mehr anzapft. Ja. Und wenn ich als Ude immer wieder sage, das sind alles, was in dir auftaucht, sind Schwätze, das sind vergängliche Figuren. Dieses zweite Gebot, erstes, zweites Gebot, ich kann es nicht oft genug wiederholen, mach dir kein Bild von dir selbst. Das ist die erste Falle, dass wenn du an dich denkst, dass du meinst, du bist dieser Gedanke, den du denkst. Nee, hier bin ich nicht. Das hört man und dann meint man, ist ja eigentlich logisch. Ja. Wenn du das verstanden hättest, hättest du überhaupt keine Probleme mehr. Denn der ganze Wahn des Nachplapperns, den Körper am Leben erhalten wollen. Dann darfst du an nichts mehr anders denken, weil wenn du an den Körper nicht denkst, löst er sich auf. Du kannst jetzt nur immer wieder schauen, inwieweit dir das nur logisch erscheint und was in deinem wirklichen Dasein, in dem Glauben ist. Und dann wirst du wirklich merken, die Phase, die wir jetzt haben, biblisch ausgedrückt, ist Sodom und Gomorra. Das ist wohl wahr. Die Verlogenheit in der Medizin, da will keiner die Krankheiten ausrotten, er würde sich ja seine Einkommensquelle abschnüren. Wenn du Arzt oder Heilpraktiker, egal was du bist, Ja. es ist immer Geld, alle gier nach Geld. Auch dann die ganzen Esoteriker, die dann zumindest kein Geld verlangen, sag aber spendet für mich, spendet für sich Geld. Ja. Ich brauche doch Geld zum Überleben. Ich sage, stimmt, es wird immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Das ist die Macht des Glaubens. Dann ist natürlich hier jetzt zum Beispiel ein Wahn, dass ich auf der einen Seite, jetzt, ich rede von ganz normalen Massenmedien, die auf dich einprasseln, ob das jetzt Verschwörungstheoretiker-Seiten sind oder offizielle Presse ist, es spielt offiziell, ist ja hinderlich. Beides ist hinderlich, beides ist Faschismus. Es ist immer eine gewisse Gruppe. Das sind immer die alten Sätze von mir, egal welche Gruppe, ob wir das Gruppe nennen, Partei nennen oder Sekte nennen. Es ist immer eine Glaubensgemeinschaft mit Feindbildern.
Und alle glauben, wenn wir möglichst viele zahlende Mitglieder haben, dann werden wir mächtig. Das wirst du merken, zeig mir irgendeine Gruppe, die anders ist. Ja, das ist so. Jetzt können wir sagen, Holofeeling, Holofeeling ist keine Gruppe. Holofeeling ist ein Bewusstseinszustand. Ja. Von einem einzigen Geist, der sich alles ausdenkt. Weißt du, da wird von Umweltschutz getan in einer unendlichen Verlogenheit und dann ist die ganze Industrie, die ganzen Geräte, die zurzeit gekauft werden, das ist halt so ein offenes Geheimnis, da ist eingebauter Verschleiß drin. Ja. In den ganzen Maschinen, da wird nichts mehr gebaut, sondern das muss kaputt gehen, möglichst kurz nach der Garantie, dass die Leute was Neues kaufen. Aber dann sagen wir, wir müllen die Erde zu. Es geht eigentlich nur, dass die kleinen arbeitenden Ameisen, die wir uns jetzt ausdenken, möglichst viel marocken, dass das Kapital immer mehr Geld machen kann. Wir setzen auf Wachstum. So viel, das ist der Verstand unserer Politiker, die nur Fehler in einem Führerscheinprüfungsbogen sind. Keine Schuldzuweis. Ich kann das nicht oft genug sagen. Wenn du mal über das Bewusstsein verfügst, dass du nicht zu niemandem mehr vorwirfst, dass er so ist, wie er von dir gedacht wird, kommst du in eine ganz eigenartige Form von Frieden. Ja. Den habe ich ja jetzt schon. Ich habe wirklich einen Frieden in mir, das muss ich sagen. Da sage ich immer wieder, du bist der Erste, der es mitkriegt. Ja. Solange du das nicht für voll nimmst, was ich dir erzähle, obwohl das hundertprozentig sicher ist, nicht diskutierbar, wie ich das nenne, die ganzen bewiesenen Sachen der Naturwissenschaft, an Beispielen mangelt es nicht. Es ist geistlos nachgeplappertes Wissen, das man vom Hören sagen kennt und dann erzeugt man Vorstellungen. Und wenn ich dann einmal wirklich gezielt nach Fehlern suche, dann merke ich, in was für einer Schizophrenie diese ganzen religiösen Spinner und die größte, die dogmatischste Religion ist die Naturwissenschaft. Ja. Das ist, wie es in Ich bin nun schon heißt, das ist die einzige Weltreligion zurzeit in deiner Traumwelt. Das gilt für jede Sekte, für jede Religion. Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung. Ja, das ist wohl wahr. Das ist ein ganz intimer Akt. Und dann kann ich immer wieder sagen, wer ist dran schuld? Das erste Mal der sich denkt, zwanghaft. Darum sage ich, mach dich zu dem Denker, wir nennen das einen träumenden Geist. Wenn du jetzt der wirst, der sich selbst erst einmal als ein Denker setzt, dann wird dir deine Macht bewusst, dass du als Denker letztendlich bestimmst, wie deine Gedanken sind, wie sie dir erscheinen. Du denkst an Menschen, und wer bestimmt jetzt, ob der gut oder schlecht ist? Der sich den Menschen ausdenkt. Ja, so ist es. Du denkst jetzt an die Welt. Was löst das Wort für eine Vorstellung aus? Du bist derjenige, der das bestimmt. Ja. Du denkst an die Erde. Was löst dieses Wort für eine Vorstellung in dir aus? Eine Kugel, die sich um die Sonne herumdreht, ist das deine Meinung oder ist es dein Schwamminhalt? Ich glaube schon. Mit der Vordersprache wird es einfach nur erwecktes Wissen. Ja. Sehr simpel. Und jetzt versuch das einmal, den normalen Menschen zu erklären, du hast keine Chance, lass es. Darum habe ich noch nie irgendwelche Menschen animiert, ich rede jetzt von roten Menschen, ich nenne das auch Geistesfunken. Ich habe noch nie irgendwelche animiert, irgendwelche ihre Mitmenschen von irgendwas zu überzeugen. Du musst es. Oder das mache ich auch nicht. Einzig weiß ich. Aber man hat dann trotzdem, so ein Film spitzt du deine Rolle, das Ganze, was du jetzt die letzten, jetzt bewusst gedachten Jahre, ich kann das nicht immer dazu sagen, ich spreche oft sehr normal, wo man dann meint, jetzt ist sie ja wieder selber in der Vergangenheit, ist jedes Wort, wo ich ausspreche, ist mir absolut bewusst. Und das, was du da gemacht hast, Anfang von den ersten Fliegenstallvorträge, die du organisiert hast, du hast für Gott gearbeitet, der benutzt dich. Diese Figur, die wir uns jetzt ausdenken, die mir Helga nenne. Aber wer denkt sich jetzt die Helga aus oder wer denkt sich den Vortragenden, den Udo aus? Das bist doch du. Ja. Das ist das, was ich immer wieder sage. Der hier. Ja. Der sich alles ausdenkt. Ja. Und dann, wenn du den Punkt erreicht hast, dann wirst du dich fragen, und wer denkt mich jetzt aus, wenn ich weiß, ich denke ja alles aus. Das ist jetzt das erste Mal das rote Ich. Jetzt kommst du in das rote Ich. Ja. Aber das, was du dir ausdenkst, hängt von deinem blauen Ich, von deinem Schwamminhalt ab. Natürlich. Dann kommst du langsam in eine Ebene, wo es nicht mehr um Wissen geht. Ja. Das ist das Verstehen, die Weisheit. Oder das merke ich ja jetzt schon, wenn du nachts mich, ich sitze morgens da und dann entfaltet sich das aus mir. Das ist so genial, was sich da entfaltet, aus mir, von mir selber zu lernen, aus meinem Geist. Ich zeige dir ganz kurz, Helga.
Ich tue mal das ganz kurz hersuchen. Das sind so Kleinigkeiten, wie tief das geht. Pass mal auf, in dem Vortrag, in dem Weißenburg-Vortrag ist doch, mal schauen, ob ich das auf die Stelle finde. Aber mach's doch schon. So, pass auf, ich tue mal schnell den Bildschirm übertragen. Zwar geht es hier, das ist jetzt der neue Vortrag. Da Ja. kommt dann an der Stelle, da kommt dann hier eine Stimme, wo ich dann sage, diese 96, das Kleine, wie weit gehst du da unten drauf ein? Weil da sage ich hier 86, wenn dich erinnerst. Ja. Mal 3,141 Ja. mal 10. Du, Und das habe ich gestern gleichzeitig. Dann frage ich, wie viel ist das? Und glaube ich, der Holger sagt dann im Vortrag, ich sage, glaube ich jetzt, müsste ich jetzt nachschauen, dann sagt er 2701. Dann sage ich nein, 2700,26. Genau. Dann stutzt, das ist jetzt immer natürlich, wenn man das was, und jetzt pass auf, jetzt schauen wir uns das wieder an. Du kannst dir alles erklären. Da kommt erst einmal diese Sicher, du bist ein kleines Sich. Da ist jetzt das Wort für sich, das heißt Fohlen, wenn man das eingibt, unter anderem, okay? Ja. Das zu einem großen Er werden muss, und das ist Sus, ist das Pferd. Ja. Das kleine Sich ist ein Fohlen, das ist ein raumzeitliches Ich, und es muss zu einem G, Rosen, zu einem Ross, zu einem Jesus werden, Sus, zu einem großen Pferd werden. Okay, und dann mache ich den Satz, er muss wach sehen, ich aber muss abnehmen. Und da kommt jetzt dieser Vers, und jetzt kommt diese kleine Form, ist interessant. UB ist ja 86. Ja. Mal 3,141 mal 10. Und jetzt kommt diese Eigenart, ich habe gesagt, das ist 2700,26. Jetzt pass auf, jetzt muss man natürlich ein Hintergrundwissen haben. Wir haben 27 Zeichen. Okay? Ja. Und jetzt ist es so, wenn ich der erste Vers in der Bibel, dieses Berosche, der erste Vers, Genesis 1,1, hat einen Gesamtwert von den Zahlen von 2701. Ja. Der Witz ist, wenn wir diese 27 Zeichen anschauen, sind es eigentlich 4 Oktaven. 4 Oktaven sind eigentlich 28 Zeichen, 4 mal 7. Bist du dabei? Ja, ich bin dabei. Ich habe das gestern Zeichen auch gehabt. Das heißt, wir haben nämlich, das Aleph ist zweimal da. Ja. Das Aleph ist das erste Zeichen in der ersten Oktave und das letzte Zeichen in der vierten Oktave. Das wird dann Aleph ausgesprochen, das heißt an und für sich 1000 und das steht für unendlich viel. Ja. Okay? Ja. Das heißt, wir haben 27 Zeichen plus das eine Zeichen. Das wäre praktisch zahlentechnisch dann die 1000. Das ist das unendlich viel. Weil plus 1 und das Ain heißt ja nicht existierend, weil die eigentliche 1, das unendliche Viele, nicht existierend ist. Ja. Okay, drum habe ich jetzt hier 27, 2700 habe ich aber jetzt das als 27 unendlich geschrieben, das ist ja 2700 und 1. Aber das eine, das das Allumfassende ist, wo noch kein Unterschied da ist, das ist nicht existierend. Und das fällt jetzt ins Koma. Und Koma heißt in einen Schlaf fallen, in einen tiefen Schlaf fallen, und das ist der Jahwe, das ist die 26. 20. Siehst du, jetzt stirbt es dann doch wieder. Ja. Das Thema hatten wir ja schon ein paar Mal. Ich könnte jetzt da noch wesentlich mehr drauf eingehen. Die Frage ist, was machst du aus den Worten? Bist du schon in der Lage, das auch etwas komplexer zu sehen und anders zu interpretieren? Ja. Das heißt, du wirst nur merken, sobald du ein Wertesystem hast und du sagst, das stimmt nicht. Dann hast du einseitige Vorstellung von richtig. So ist es. Und ich sage zuerst einmal, egal was in dir auftaucht, ob das eine Form ist, ob das eine Situation ist, ein kleiner Moment ist, es ist eine winzige Facette vom Heiligen Ganzen. Ja. Das ist die erste große Erkenntnis. Und ich sage, solange du Filter eingeschalten hast und irgendwas nicht willst, dieses schöne Beispiel mit den Puzzle-Stücken. Wenn wir ein heiliges Ganzes zerspringen lassen in Puzzlestücke und wir wollen das wieder zusammensetzen, dann dürfen wir weder ein Puzzlestück verwerfen, noch dürfen wir eins verändern. Drum lassen wir alles so, wie es ist. Es gilt auch, wenn ein Autor sich hinsetzt und einen Roman schreibt. Ich bringe immer dieselben Beispiele.
dann wird er zuerst einmal anhand von einer lebendigen Geschichte, ob jetzt das ein Krimi ist, ob das ein Drama ist, ob das eine Liebesgeschichte ist, eine Komödie ist, spielt keine Rolle. Die Geschichte erzähle ich mit verschiedenen Charakteren, die aufeinanderfallen. Und die Gesamtgeschichte gibt jetzt eine gewisse Stimmung, einen gewissen Lernprozess oder Freude in einer Komödie, wie auch immer. Und der Autor, der Zeichenerwecker, der hat nicht im geringsten das Bedürfnis, wenn er den Roman fertig gemacht hat und sagt, er ist gut, irgendeinen dieser Charaktere zu verändern oder denen vorzuwerfen, dass er so ist, wie Ja. er das selbst erschaffen hat. Ja. Wenn du die Einstellung kriegst Ja. in deiner Traumwelt, dass du sagst, ich bin doch der Autor, der diese Welt träumt mit den Ja, ganzen das ist mir Charakteren. bewusst. Ja. Das ist so. Alles meine Das Informationen. ist übrigens hundertprozentig sicher. Ja. Darum ist so oft, wo ich erwähnt habe, solange du nicht einmal weißt, was 100, bring mir, ich drück's anders aus, bring mir in deinem Traum irgendeine Figur, die wirklich weiß, was 100% sicher bedeutet. Einen religiösen Menschen kannst du vergessen, der ist sich hundertprozentig sicher, dass das, was er nachplappert, in der Vergangenheit so war, wie er es nachplappert. Einen esoterischen Menschen mit aufgestiegenen Meistern und 13 und 17 Dimensionen. Was bauen die für Vorstellungen auf? Die müssen, die meinen, die plappern doch alle nur nach, was ist von dir selbst? Frag dich einmal, was das Wissen, das du in dir trägst, was wirklich von dir selbst ist, aus dir selbst ist, wenn du ein ganz normaler 0815 normaler Mensch bist. Es ist Schwamminhalt. Es Ja, sind es ist so so. minimale Erfahrungen, wo du sagen kannst, das habe ich, das ist auf meine Mist gewachsen. Ja. Und jetzt sage ich, das ist ja alles wichtig, aber das, was die anderen Figuren in deinem Traum äußern, ist genauso wichtig. Das ist die große Erkenntnis der allumfassenden Toleranz. Und jetzt lernst du zuerst einmal in deiner Welt, dass das die Figuren in einem Traum gar nicht können. Das sind festgelegte Charaktere. Und das gilt auch für die Person, die du zu sein glaubst, wenn du jeden Morgen wach wirst. Das ist das einfache Spiel. Und dann kriegt man den Frieden und der kommt halt erst in dem berühmten Gig von unserem Blindfeld-Vortrag. Weil die Kurve ist sehr interessant und dann wird ja auch hier, ob jetzt das wir die Bevölkerungs-, die Weltbevölkerung in die Vergangenheit zurückgehen, diese unendlichen Fehler, die schon arithmetisch da sind. Dieses, es ist doch bewiesen. Es ist nur immer, du hängst in einer Logik wie in einem Gefängnis. Und jetzt denk an mein Gefängnis, wo jeder eingesperrt ist, der keine eigene Meinung hat. Und den größten Souffleur, den du hast, ist dein eigenes Wissen. Das dir immer erklärt, wer oder was dran schuld ist, wenn was nicht passt. Und damit entmachtest du deinen eigenen Geist. Du musst die Schuld auf dich nehmen. Das mache Du ich auch. musst der werden, der sagt, das ist jetzt, weil ich es So ist denke. es. Ja. Es ist so, wie ich es denke. Was kann ich jetzt dran verändern? Ich muss mein Denken verändern. So Dann ist es. wird dein Zweiter sofort wieder zu dir sagen, so ein Blödsinn, nur weil ich jetzt mir das anders denke, ist es doch immer noch so, wie es ist. Als wenn das einen Einfluss drauf nehmen, wenn ich jetzt mein Denken verändere, dass ich dann die Welt verändere da außen. Ich sage halt, das ist einmal das zweite Gebot und dann ist es schon vom Tisch. Ja. Und dann, wenn du dann meinst, dann wirst du feststellen, selbst wenn du dein Denken verändern willst, ist wieder Kaufmannsdenken da, weil du wieder einseitige Ziele anstrebst. Du kommst aus dem Hexenkessel, das will ich und das will ich nicht, aus der Kategorie 2, wie ich das nenne, gar nicht raus. Bis du zu einem absoluten Einverstandensein kommst, das ist die Christussymbol. Und das ist eigentlich, wenn das verstanden ist, mit die Puzzlestücke, dass alles, was ist, gut ist, so wie es ist. So ist es. Die Schwierigkeiten, das Leid, der Ärger entsteht durch meine zwanghafte Reaktion meines Programms auf diese Reizauslöser. Und Schuldzuweisungen, was dann wieder zur Selbstentmachtung führt. Und das Spiel spielt man ganz alleine. Dann soll man wieder, man muss da keine Gedanken von sich selber von irgendwas überzeugen. Das sind so nicht mehr. Das ist jetzt übrigens Jetzt wieder kommen eine einseitige Aussage gewesen. Wenn du aufgepasst hast, war das eine einseitige Aussage. Und dann doch wieder. Wie kann ich das auflösen? Und irgendwann musst du dann selber denken und du wirst feststellen, die Lösungen sind unendlich einfach. Und weil die so einfach sind, wehrt sich dieses einseitige Denksystem, das in dir wirkt, wehrt sich so massiv dagegen, dieses Einfache zu akzeptieren. Lass es einfach geschehen. Auch deine Reaktionen, lass die Reaktionen geschehen. Erhebe dich und hör auf,
dich darüber aufzuregen, dass du dich über was aufregst. Oder das mache, das ist ja, ich kann gar nichts dazu sagen, weil das ist der Heilungsprozess. So viel verändert, ja. Das ist so, ja. Also das, was an Lebensberatungen so stattfindet in diesem Riesensammelsurium von Internet, solange da im Hintergrund diese Elementarerkenntnis, dass da außen keine Welt ist, ist es erstens Schattenboxen sinnlos und die wollen alle nur Geld verdienen auf irgendeine Art und Weise. Genauso ist es, ja. Im Kleinen, die Welt um dich herum ist bloß Spiegelbilder deines eigenen Charakters, weil du eine eigene Welt hast. Das heißt, wenn sich deine Welt verändert, der Einzige, der das mitkriegt, bist du. Ja. Nicht die Figur in deinem Traum, das ist ein ganz wichtiger Satz. Wenn sich der träumende Geist ist der Einzige, der den Traum erlebt. Das heißt, wenn du deine Welt veränderst, kriegst bloß du das mit. Nicht die Figuren, die du dir ausdenkst. Auch nicht der, der du zu sein glaubst. Dazu musst du zuerst ein anderer werden, wie der, der du zurzeit zu sein glaubst. War einfach zu dem, der sich den ausdenkt. Das ist aber noch nicht der Doppelschritt, weil der ist ja dann schon wieder was Ausgedachtes. Ja. Simpel. Aber sehr, sehr schwer. Es ist zu einfach, Helga. Ja, es ist so. Du weißt doch, der Bender, der Sohn, öffnet seine Berechnungen. Und die Helga ist HL, ist Gott, ist Geist. Das ist HL, ist G. A. Der Geist, der geistige Schöpfer. Das ist die Helga. Ja, das ist so. Und Ben ist der Sohn. Sind immer geöffnete Berechnungen, das ist die Generation. Du spielst eine Rolle. Jeder spielt seine Rolle, wo ich immer wieder sage. Und der Namen, da ist jede Person, die mir uns jetzt wiederum denken, namentlich ist wieder ein Puzzlestück vom Heiligen Ganzen. Ja. Das ist das Einzige. Man muss einmal loslassen von diesen tiefen materialistischen Dogmen. Weil die bauen auf dem Bruch des ersten und zweiten Gebotes. Und da hängt auch jede Religion und jede Esoterik, auch wenn die dann nachplappern, wir sind ja alle Geist, wir sind ja alles eins. Ich sage ja, wenn das doch wirklich so ist, wo ist dann dein Problem? Es gibt ja bloß immer nur das Ewige hier und jetzt. Wo ist dann dein Problem? Wieso sorgst du dich dann um morgen? Offensichtlich hast du es doch nicht verstanden. Das wird dir immer mehr bewusst. So ist es. Ja. Ich kann nur Danke sagen. Ja. Danke. Ja. Oder diese Demut. Das ist für mich das Wichtigste, die Demut und die Dankbarkeit wirklich dem Geist gegenüber. Ich bin so glücklich, dass ich diesen Weg so gehen durfte und im Alter so zufrieden zu sein, ist doch so ein Geschenk. Das ist übrigens mit der Demut, ist es auch interessant. Schau mal, lass uns ganz kurz das anschauen. Pass auf, wenn ich jetzt hier, ich schreibe da mal Demut rein, einfach in deutschen Buchstaben. Ja. Schau, das ist D-M-U-T. Ja. Die Demut ist das dann meine Ähnlichkeit. Eine Gestalt, eine Nachbildung. Das ist interessant, in Chat hast du ja eine existierende Kollektion, nach heißt ja ruhend. Ja. In Chat wissen wir, ist ruhend, hebräisches Wort in Chat. Nun, Chat heißt ruhend, das Ruhende im Kind ist verbunden der Geist. Ja. Wenn ich jetzt das so mache. Ich kann das natürlich blau machen, dann kriege ich ein Vorstellungsbild. Okay, und das Vorstellungsbild ist ähnlich gleich. Das heißt immer, man sagt in der Esoterik wie innen zu außen. Ich könnte jetzt beim Computer sagen, wenn du ein Computer bist, was in dir an Programm und Daten ist, das siehst du dann außen praktisch auf dem Bildschirm. Von außen auf dem Bildschirm. Du siehst auf dem Bildschirm bloß immer wieder, was in dem Computer drin ist. Welche Daten und welche Programme laufen. Wie innen zu außen. Ja. Merkst du, jetzt kriegt das eine ganz, ganz andere Sache. Wenn man das Demut ist, eine Vorstellung, jetzt mache ich das so, eine Vorstellung im Kind, Beilet. Das nennt man auch ein Image. Mhm. Dieses Age. Age. Ist alternieren, agen. Das sind abdringliche raumzeitliche Erscheinungen. Das ist jetzt blau geschrieben, darum habe ich hier alternieren geschrieben. Man kann das auch eine geöffnete, gestaltgewordene, aufgespannte Erscheinung nennen. Okay? Jetzt wird es natürlich interessant, dass dieses Öffnen, das heißt das Öffnen des Todes, weil dieses Mut heißt ja Tod. Tod, ja. Aber Tod wiederum
Da haben wir unsere zwei T mit einem O, mit einem kreisenden O dazwischen, mit zwei Erscheinungen oder zwei Spiegelungen. Demut bedeutet im allem ein, mit allem einverstanden sein. Lehm sind die auseinandergeschmissenen Gestaltwertungen. Ja. Nichts bringt die dazu nötige Demut besser zur geistigen Anschauung als die Leidensgeschichte von IQB. Ja. Absolute es annehmen und einverstanden sein mit dem, was ist. Ja. Nicht davonlaufen, nichts bekämpfen wollen. Ja. Aufrichtige Liebe, Demut und absolute Selbsterkenntnis bringen dich kleinen Geist bei im Nichts deiner geistigen Reise weiter. Das ist immer wieder 11-mal, 1000-mal, unendlich mal weiter. Das Elef ist das Aleph, wo ich gerade angesprochen habe. In unserer Zeichenoktave mit 28 Zeichen haben wir zwei Aleph. Das erste Zeichen und das letzte Zeichen. So musst du dann den Anfang mit dem Ende wieder verbinden. Ja. Als dich der gesamten von dir bewussten, selbst ausgedachten intellektuellen Welt, Intellekt der Welt, jetzt habe ich gestottert. Als dich der gesamten von dir bewusst selbst ausgedachten Intellekt der Welt bringen wird. Das ist die Demo, die bringt dich wesentlich weiter. Ja. Okay? Ja. Und das ist jetzt Tod, Mod heißt ja Tod, das sind die geöffneten Tode. Das sind so viele Gedankenwelle. Ja. Und die sind wieder, jetzt habe ich das rot gemacht und rot geschrieben, als das Bewusstsein ist göttliches Sein. Ja. Das ist reines Bewusstsein. Und sobald wir vom Bewusstsein reden, ist dieses Bewusstsein schon wieder was Ausgedachtes. Ja, so ist es. Ein ausgedachtes Bewusstsein ist kein Bewusstsein. Ja. Bewusstsein ist im Prinzip dasselbe wie das Wort Bewusstsein ist im Prinzip dasselbe wie das Wort Nichts und das Wort Alles. Ja. Ich könnte jetzt sagen, Nichts plus Alles gemeinsam, das ist Bewusstsein. Ja. Es ist etwas nicht Denkbares, es ist aber die 200 Gramm rote Gnede, die letztendlich all die Formen annimmt, die du dir denkst, ohne dass es sich dabei selber verwendet. Ja. Ja. In der Physik kann man das Energie nennen. Ja. Diese immer wieder dieselben, die Energie, die weder vermehrt werden kann, sie ist El Hayom, noch vernichtet werden kann. Sie kann die Oberfläche ausfransen. Das ist, was die Oberfläche ausfranst, übrigens dieses Zerreißen der Oberfläche, in der Medizin nennt man das Lupus. Nochmal, wie? Krankheit. Lupus. Ja. Lupus heißt ja Wolf. Ja, Wolf. Da setzt man den Wolf als den Zerreißer. Aber wieso zerreißt der Wolf, der Lupus, die Oberfläche, weil er was erleben will, er will Gedankenwellen haben. Ja, richtig. Ja. Weißt du jetzt, das ist heiliges Denken. Ja. Wenn du mir folgst, wenn du den Eindruck hast, dass ich Feindbilder predige, dann hast du mich nicht verstanden, dann legst du meine Worte einseitig aus. Ja. Das ist der Unterschied. Ich predige überhaupt keine Feindbilder. Alles, was ich erzähle, ist eine große Vereinigung von allem, was überhaupt gedacht werden kann. Ich erwähne immer wieder, dass alles wichtig ist. Das ist die einzige Geschichte. Und wenn ich jetzt auch ich, meine ich nicht den Udo, der ist nur ein Gedanke. Unser Spiel beginnt mit Ich bin du. Du denkst es dir doch aus. Wer denkt sich jetzt den Udo aus? Ja, klar. Wer denkt sich die Erdkugel aus, die sich um die Sonne rumdreht? Wo ist diese Erdkugel, die sich um die Sonne rumdreht, wenn du es nicht denkst? Was passiert jetzt, wenn du dir statt an der Kugel eine Scheibe ausdenkst? Oder Hohlkugel? Oder Traumwelt, eine Matrix? Für dich wird es so sein, wie du das bestimmst. Aber warum bestimmst du das nur so oder so oder so? Weil du meinst, nur das eine ist richtig und das andere ist falsch. Und warum glaubst du das? Warum beschwörst du das? Weil du nur mit einem einseitigen, fehlerhaften Programm arbeitest. Mit extrem fehlerhaften Wissen arbeitest. Vollkommenes Wissen, wenn du erreicht hast, wird dir nichts mehr einseitig richtig erscheinen. Du wirst aber wissen, egal was in dir auftaucht, das ist wichtig. Das sind Teile von mir selbst. Es sind Wellen. Wenn ich immer bin, dann sage ich nicht nur meine Wellen, dann sind auch die Spritze und die Wolken sind auch ich. Ja. Ja, alles. Die Gestaltwerdung, alles, das bedeutet Holofeeling. Und das bleibt Intimes. Das muss der verstehen, der sich seine Welt ausdenkt und nicht irgendwelche Figuren im Traum. Wenn du das einmal immer mehr in dir installierst, dann sorge ich dafür, dass sich alles verändert. Dann passieren die Wunder. Ich bringe nochmal ein altes Beispiel, weil das habe ich so oft gesagt. Ich merke, jetzt muss ich wieder erst hier angesprochen gehabt.
in einer kleinen Gruppe, wo ich sage, ihr versteht meine einfachsten Beispiele nicht. Weil dann höre ich immer, dann verändert sich ja nichts und hin und her. Pass auf, achte mal, diese Beispiele, wenn du die verstehst. Ich sage, wenn du jetzt einen Film anschaust, ganz normal gedacht im Fernsehen, da muss dir klar sein, du kannst, jetzt denkt man normal, der Film läuft ja, weil da irgendwo eine Datei ist und der Film wird abgespielt. Du kannst an dieser Datei als Fernsehzuschauer überhaupt nichts verändern. Ja. Was jetzt aber wichtig ist, dass dieser Film ist einfach nur, wenn er läuft. Denk an Weißenburg-Vortrag, den du organisiert hast, wo ich noch erkläre, ein Bild ist ein Bild. Ob jetzt das in der Vergangenheit aufgenommen wurde, ob das manipuliert wurde am Computer, das sind alles Konstrukte schon. Die Tatsache, dass du glaubst, dass das in einer Vergangenheit irgendeiner fotografiert oder gefilmt hat, eine Welt, die da außen in der Vergangenheit war, bevor du die denkst. In der Vergangenheit ist nichts passiert. Das ist hundertprozentig sicher, was passiert, passiert jetzt in deinem roten Kopf. Ja. Also gut, wir schauen uns einen Film an. Und was jetzt für dich wichtig ist eigentlich, das ist, wie reagierst du auf den Film? Mach dir das bewusst. Du wirst sagen, das ist ein Krampf, das ist ein interessanter Film, ein spannender Film, ein unterhaltsamer Film, ein lehrreicher Film. Das sind Definitionen von ständig wechselnden Bildern im Hier und Jetzt. Okay, das macht die Stimmung, wie du deine Reaktionen, die Qualität, die du den Film zusprichst, magst du als Zuschauer. Okay, was du nicht kannst, du kannst diesen Film nicht verändern. Und jetzt kommt die kleine Sache, was ich sage, die Freiheit, die du hast. Gib mir die Macht, den Verstand, das zu verändern, was ich verändern kann und mit ihm das zu ertragen, was ich nicht verändern kann. Und du weißt, wie oft ich gesagt habe, alle normalen Menschen, wenn du die beobachtest, die wollen ständig das verändern, was sie nicht verändern können, den Film. Das Leben, das du erlebst in deinem Kopfkino, ist ein Film. Du kannst den Film nicht verändern. Was du verändern könntest, wäre dein Werte- und Interpretationssystem. Ja. Du hättest die Freiheit, anders zu reagieren und Filme anders zu bewerten, wie deine zwanghafte Schwamminhalt, deine Logik, die ja gar nicht deine Logik ist, sondern eine Anderung aufgrund deiner Erziehung. Du könntest es anders interpretieren. Du kannst aus einem Scheißfilm zumindest einen interessanten Film machen. Oha, was soll mir das jetzt sagen? Was will der Meister, was will Gott mir damit mitteilen, dass ich das jetzt erlebe? Okay, und wenn du jetzt anfängst, dein Interpretationssystem zu erweitern, dann werde ich anfangen, den Film zu verändern, den du erlebst. Dann verändere ich ganz massiv dein Leben. Dann passieren die Zufälle. Das ist ein göttliches Versprechen, probier es aus. Oder musst du deine einseitigen Meinungen aufgeben? Das ist jetzt wieder das Spiel. Das heißt, die Vervollkommnung besteht erst einmal drin. Jetzt können wir wieder das Beispiel von dem Stammtisch-Selbstgespräch machen, wenn ich sage, du musst was opfern. Ja, wenn ich jetzt sage, du musst vom Raucher zum Nichtraucher werden. Es widerspricht jetzt dem, was ich gesagt habe. Mir geht es um den Punkt, die Opferung. Für dich wird erst einmal die Seite gewechselt. Aber andersrum, du müsstest vom militanten Nichtraucher dann zu einem Raucher werden. Du musst immer die Seite, die dir unangenehm erscheint, die du bisher bekämpft hast, die musst du demütig annehmen, weil du weißt, ich brauche die Kehrseite, um in diesen Mittelpunkt zu kommen, in dieses Zentrum, wo ich eigentlich gar nicht hinkommen kann, weil ich ja da schon immer bin. Das wird dir dann langsam irgendwann einmal bewusst. Das macht dann die große Veränderung aus. Ja. Und darum ist dieser ganze Wahn in der Welt, wie viel Scheiß muss ich dir eigentlich jetzt noch einspielen, bis du anfängst, dich nimmer drüber aufzuregen? Bis du die Sinnlosigkeit erkennst, die Geldgeilheit der Menschen? Wenn ich immer wieder sage, ich Medizin oder Pharmaindustrie oder die ganze Konsumindustrie, wir setzen auf Wachstum. Immer im Hintergrund jetzt die CO2-Lüge oder Nicht-Lüge. Das sind logische Konstrukte. Zeig mir CO2. Es ist wie wenn ich sage, zeig mir Wassermoleküle. Die muss klar sein, dass das schon im Grundprinzip verkehrt ist. Die Wirklichkeit selbst in der normalen Chemie, wenn du das wirklich verstanden hast, da geht es, das sind symbolische Bilder wie unser H2O. Das CO2 ist natürlich nochmal was ganz was anderes, weil da haben wir auch das O mit drin. Mit einem C dabei. Mit einem C, ja. Unterschied, ja. Jetzt kann man sagen, das ist ja Kohlenstoff. Das, früher habe ich immer wieder gesagt, meine Frau kommt aus dem Ruhrgebiet, habe ich gesagt, im Ruhrgebiet dreht sich alles um Kohle. Ja.
Das ist eigentlich hier, verstehen tut doch keiner was, weil die Figuren, die Professoren in den Traum rezitieren, eigentlich nur wissen, was sie nicht reflektiert haben. Die Theologen und die Esoteriker machen nichts anders. Darum ist ja das Verrückte, dass ich sage, jeder hat eigentlich hundertprozentig recht mit dem, was er sagt, der hat bloß den wirklichen Sinn davon nicht verstanden. Aber das können die ja gar nicht verstehen, weil das sind Menschen, die du dir ausdenkst, und in deiner Welt können erst welche auftauchen, die das verstanden haben, wenn du das verstanden hast und du dir dann das in diese Kisten, in diese Köpfe dieser Menschen reindenkst. Bisher hast du nur Folgendes gemacht, dass bei dir immer super Gescheite waren oder Deppen waren. Beide wurden von dir ausgedacht. Und jetzt je nachdem, wie du das wieder definierst, wenn ich jetzt sage, da taucht der Gescheiter auf, oh, den du bewunderst, dann ist dir nicht bewusst, dass du dich selbst als Figur in deinem Traum zum Deppen machst, weil der offensichtlich was weiß, was du nicht weißt. Und dann tauchen wieder irgendwelche Schwätzer auf, wo du dich dann automatisch zum Wissenden machst, der du eigentlich noch gar nicht bist. Der rotgeschriebene Wissende weiß nämlich, was er selbst ist. Und einer, der sich noch mit einem Gedanken von sich verwechselt, ist kein Wissender. So ist es. Ganz simpel. Ganz simpel, ja. So ist es. Es ist wirklich das. Darum kann ja, man das immer wieder anhören, immer wieder anhören. Und du wirst dann merken, auch die alten Sachen einmal anhören. Und Geduld, das ist diese Geduld, ist der große Schlüssel. Geduld. Wachstum, Hebräisch heißt es Wachstum, Aufzug, Vervollkommnung. Das Wort. Das ist auch Gadol. Ausgesprochen ist es Großwerden. Jetzt haben wir wieder, unser Geist ist ein Ross, das ist der Jesus. Jetzt sind wir wieder am Anfang von unserem Gespräch, was ich gerade gesagt habe, mit dem Fohlen, mit dem Sich und mit dem Sus, das er werden muss. Da bin ich gestern über den Pilz drauf gestoßen, das war so interessant. Habe ich aber auch aus mir selbst entfaltet. Einmal hat sich das vollkommen... Du musst nur neugierig werden und dann sprichst du mit den Worten. Du musst nicht dir die ganzen Grundelemente der Worte merken, sondern das Prinzip geht nur, dass du dieses Prinzip verstehst, dass das allumfassend ist. Ja, so ist es. Wenn man anfängt, ganz am Anfang hier, es hängt mit der Reife, was du mehr, wenn ich immer sage, jedes Wort wird so ein 400-Seiten-Buch, das ist noch untertrieben, weil du kannst es unendlich fortführen und es baut dann eine Geschichte auf, das in dem Wort drin ist, weil das wie ein gezipptes Computerprogramm ist, das sich entfaltet mit dieser Vordersprache. Dieses Wissen macht dich dann wirklich, gibt dir vollkommen neue Möglichkeiten, deine selbst ausgedachte Welt komplett zu verändern. Ja. Aber da geht es nicht mehr irgendwas, was dir jetzt logisch erscheint, was du haben möchtest, dann zu materialisieren. Es geht dann um was ganz was anderes. Darum mache ich immer wieder unsere 3x3x3 Wachstumsstufen. Dass ich nochmal sage, wenn wir vom Bücherregal stehen, wir machen jetzt da mal gewisse Abteilungen, da sind jetzt zum Beispiel, es sind Bücher drin, ich sage, das sind Menschenleben, das ist die Windelphase. Ja. Und das sind Menschenleben in der Windelphase, wo ich sage, du musst das doch mal lernen, dass du dir nicht in die Hosen scheißen darfst. Solltest. Okay, und das sind Menschenleben, das sind dann auch, da kannst du 75, 78 Jahre alt sein, auf der Seite 78, da hast du nur das zu lernen, dich über nichts und niemanden aufzuregen. Ja. Und dann sind Bücher drin, was ich jetzt die Schulzeit lerne, wo man die Sprache lernt. Da bist du auch zuerst einmal ein Kind in dem Buch selber, aber da geht es um was ganz was anderes. Die Phase erreichst du aber erst, wenn du gelernt hast, dich über nichts mehr aufzuregen. Weil solange du nämlich vor deinen eigenen Informationen Angst hast immer dran denken, egal was du zu sehen bekommst, Betonung liegt auf Ehe, eins machen. Egal was du zu sehen bekommst, es ist deine Information. Da du Informationen in einem ständigen Wechsel hast, das ist das, was du Leben nennst, das macht dich lebendig. Da musst du keine Angst davor haben. Wie geistlos sind irgendwelche Esos, die sich in die Stille meditieren, weil hoffentlich müssen wir nochmal reinkarnieren. Ja, das ist wohl wahr. Heute muss ich lachen über die Dinge, aber ich habe es auch alle gemacht. Ja, das sind die Fehler da und das ist unser Führerscheinbrief. Das ist ja das Schöne, dass man das dann irgendwann nochmal abmacht, wenn man durchschaut, was will Gott uns damit sagen. Aber was ist Gott? Das bin ich selbst auf einer höheren Ebene. Ja, so ist es.
Dafür kann ich nur immer wieder danken. Habe ich früher schon mal gesagt, schon bei normalen Menschen, die sich so unheimlich gescheit vorkommen, die sich Realisten nennen, du, wenn du ein Gespräch führst und du nimmst bloß das Wort Gott in den Mund, wirst du schon einmal für Folgen, weil das sowieso bloß religiöse Spinner sind. Ja. Was die aber gar nicht merken, dass immer wieder, was du ausdenkst, dein eigenes Spiegelbild ist. Wenn ich Religion definiere, ist schlichtweg und einfach die Rückbindung an einen ganz bestimmten Glauben. Und wenn dein Glaube die angeblich 100% sicher bewiesene Naturwissenschaft ist, hast du den beschissesten Glauben, den es überhaupt gibt. Weil das sind die größten Dinge, die es gibt, wenn ich immer sage, zeig es mir. An Beispielen mangelt es nicht. Wenn man mal wirklich selber zum Denken anfängt und nicht wie ein Zombie bloß irgendwelche Meinungen von Autoritäten nachplappert. Gleichgültig, ob das religiöse oder naturwissenschaftliche Autoritäten sind. Ja. Schau uns ein Lesch, ein muffiges Keilchen, unseren Gassner an. Da merkst du, dass das hochgradig dogmatisch verblendete Fanatiker sind. Wenn ich dir einen Zeugen Jehovas oder irgendeinen anderen Sektenspinner bringe, dann meinen wir immer, das sind ja Spinner, das sind genauso Spinner, die haben bloß einen anderen Glauben. Ja. Mit richtig und verkehrt hat es überhaupt nichts zu tun. Das macht jetzt erst einmal allein, dass du merkst, und es ist ein riesen Befreiungsschlag, wenn dir klar wird, wenn ich sage, deine persönliche Erlösung, alter Satz vom Udo, über 30 Jahre alt, es wäre eine ungerechte göttliche Schöpfung, wenn deine persönliche Erlösung davon abhängen würde, dass du irgendeiner Figur in einer Traum irgendwas erklärst, dass die sich verändern, dass die Welt besser wird. Dann wärst du ja auf Gedeih und Verderb, auf den Gutwill irgendwelcher von dir ausgedachter Gedanken abhängig. Ja, so ist es. Es wäre auch eine ungerechte Schöpfung, sage ich dann immer dazu, wenn du Hebräisch oder Physik studieren müsstest, selig zu werden. Ja. Dann hätte ein Schäfer, der jeden Morgen aufwacht und mit seinen Schäfchen in die Natur geht und mit sich und seiner kleinen Traumwelt vollkommen zufrieden ist, der hätte keine Chance, das Himmelreich zu betreten. Ja. Weil der kann keine Physik und kein Hebräisch. Und dann sage ich immer wieder dazu, der hat es nicht nötig, der hat das Himmelreich auf Erden, wenn er das wirklich lebt. Der hat es doch schon. Das ist Sprengstoff, was ich dir sage, wenn du das zu verstehen anfängst. Ja. Das ist der erste Schritt und dann musst du das zu leben anfangen. Okay, Helga. Danke. Ich wollte dich aber noch was anderes fragen. Okay. Und zwar geht es um den Marion. Wir wollten der zu Weihnachten eine Kleinigkeit schenken. Und du kannst sie ja mal fragen, ob sie einen Wunsch hat. Mir ist was im Kopf. Ich habe eine Idee. Aber frag sie mal, ob sie einen Wunsch hat. Wir möchten ihr einfach eine Freude machen. Ich frage sie und sag's dir. Ja? Übrigens, am Montag haben sich die drei Kummers bei mir angemeldet. Die Schön. Wollen mich besuchen kommen. Da freue ich mich. Buben sind jetzt wieder Trio. Ja, ja. Das ist ja schon mal der erste Ansatz, weil die ja zeitlang immer bloß immer Bärchen waren. Ja, jetzt kommt er als Trio am Montag zu mir. Ja, freut mich doch. Immer die Trinität, der ausgeschlossene Dritte, wenn der integriert wird, wenn der sich drüber hebt, dann wird es wieder vollkommen. Das nennt man die Trinität. Ja. Digga, ich mache das, ich sage dir Bescheid. Ich frage also, sie, ne? Danke, danke, danke. Ich muss du nicht fragen, ich bin wunschlos glücklich. Ja, aber ja, ich war ein Weiß. Alles klar. Auch gar nicht erst. Alles klar. Tschüss, danke. Ne? Gut. Tschüss. Ciao.